Computerspiel. Mit fast mechanischer Präzision verwandeln die Jungs von Ratiopharm Ulm am Samstag ihre Freiwürfe. 33 von 35. It's an example, ein Beispiel von der Mannschaft mit hoher Konzentration. Die Mannschaft war hungrig, war concentrated und das ist ein Produkt. Liegt's an der Rückkehr von Rocky Trice oder hat sich das Team nach 4 Niederlagen doch endlich gefunden? Jedenfalls spielt Ratiopharm Ulm am Samstag richtig auf. Im ersten Viertel ist Göttingen punktemäßig zwar noch gleich auf, aber dann kommt das Coleman-Collins-Viertel und der 20-0-Punkte-Run von Ratiopharm Ulm. Jetzt sind wir bereit, wir haben eine komplette Mannschaft und also jeder hat etwas gegeben heute. Und ich glaube, dass wir können weiter so machen. Und ich bin sehr stolz, aber wir haben noch weiter, noch sehr weit weiter, dass wir müssen gehen wegen dieser so langsamen Anfang. Klar, aber kurz freuen ist auch erlaubt. 18 Punkte macht Coleman im zweiten Viertel, sogar für Show-Einlagen bleibt Zeit. Ratiopharm Ulm liegt zur Halbzeit mit 17 vorn. Und dann kommt auch noch Rocky Trice richtig gut ins Spiel. Mit seinen gewohnten Rebounds, Assists und Steals. Ich denke, es war ein guter Start. Als ich ins Spiel kam, habe ich erst einmal versucht, mich reinzufühlen ins Spiel und ins Zusammenspiel mit meinen Mitspielern. Ich wollte nichts erzwingen, vor allem keine schlechten Würfe. Aber in der zweiten Hälfte beschloss ich, mich etwas mehr ins Spiel einzubringen. Ich denke, wir hatten ein gutes Spiel. In Hälfte 2 rollt der Ulmer Punkte-Express weiter. Teilweise liegen die Hausherren mit 30 Punkten vorn. Und auch wenn die Topscorer Robin Benzing und Coleman Collins heißen, auch der Rückkehrer Trice hat seinen Anteil daran. Rocky ist einer von der besten Verteidiger in die ganze Liga. Und wenn man eine Spieler so wie ihm hat da auf dem Flügel, dann wird dein Verteidigung immer stärker. Ich glaube, das war Selbstvertrauen für unsere Mannschaft auch. Hey, Rocky ist der Rook, Topspieler von letzten Jahren und er ist der perfect fit für unser Kader. Ratiopharm Ulm schießt Göttingen mit 95-73 aus der Kuberkhalle. Endlich ein Sieg und der perfekte Einstand für Rocky Trice. Welcome back.